Hallo Leute, willkommen zurück zu wird nicht wirklich viel Let's Play Minecraft sein. Das hat zwei Gründe, wieso ich dieses Video mache. Eins hat mit Minecraft zu tun, eins mit Terranigma 2. Gut, fangen wir an mit dem Wichtigsten, wieso ich überhaupt ein Video mache, und ich dachte, das kann ich jetzt eigentlich mit Minecraft verbinden. Die Beta von der nächsten Terranigma 2 Demo ist endlich veröffentlicht. Zumindest der erste Teil ging partet es wohl in 5 Teile oder so, damit er nach und nach testen kann. So soll die Demo wohl schon 8 Stunden haben. Ich weiß nicht, ob das nur neuer Content ist oder ob die 4 Stunden oder was der erste Teil, den ich schon Let's Played habe, beinhaltet. Ja, auf jeden Fall wird es wieder massig Content geben. Das gesagt, ist es ja gerade erst die Beta, und die Beta werde ich nicht spielen, da ich ja das Fertige komplett blind und alles spielen will. Da King aber sowieso immer nach Beta-Testern sucht und diesmal auch ziemlich public das Ganze ist, das heißt, in seinem Forum ist der Download, cool, ein Squid, Download-Link für jeden. Kein Schwert. Für jeden frei zugänglich. Wollte ich euch vorschlagen, falls jemand Lust hat, das Spiel zu testen, King dabei zu helfen, die Bugs rauszufischen und dazu zu sorgen, dass die fertige Version noch schneller kommt, damit ich es Let's Playen kann, werde ich den Link in die Beschreibung setzen. Die erste Phase geht bis zum 10.07. Also, da es ein Beta-Test ist, erwartet Bugs, erwartet Rechtschreibfehler, erwartet, dass vieles noch nicht so schön ist. Und nutzt es, wenn auch wirklich, zum Bugfixen. Also erstellt im Forum dann einen Account, einen Thread und schreibt alles auf, was euch einfällt, was besser gehen könnte, was Probleme macht und so weiter. Halt wie so ein Beta-Test nun mal ist. Wenn ihr aber das Let's Play ebenfalls komplett blind mit mir verfolgen wollt oder das Spiel erst in seiner fertigen Version spielen wollt, dann wartet am besten wie ich. Ja, weil wenn ihr es jetzt spielt, werdet ihr natürlich das meiste kennen und ihr werdet es nicht so blind kennen wie ich, und vielleicht wollt ihr es ja auch nichts vorweg gespoilert bekommen. Das gesagt, hoffe ich, dass in einem Monat, 2 Monaten, keine Ahnung, wie lange er dafür jetzt braucht. Ach da. Dass es dann dazu kommt, dass ich die fertige Version spielen kann und alles. Oh, Moment. Machen wir es mal kurz so. Ja. Das wäre es soweit zu Terranigma. Wie gesagt, wenn jemand Lust hat und sich die Experience von meinem Let's Play nicht nicht dadurch verdirbt, ist gerne angehalten, das Spiel zu testen. Wie gesagt, bis zum 10. ist die erste Phase, von da an wieder 2 Wochen oder so. Gut, kommen wir zu Minecraft. Ich weiß gar nicht, ja, das hier sieht ein bisschen anders aus, nicht so viel. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich als nächstes bauen soll. Darum fahre ich mal kurz. Ja, rechts ist richtig. Hatte ich ja letztes Mal gesagt, dass ich in diese Richtung will. Und ich habe hier gegraben und ich habe gegraben und ich habe gegraben. Das sieht man wohl. Habe auch einen schönen Ort. Ich hatte was von einem Baumhaus erzählt. Das ist immer noch so im Hintergrund. Aber ja, hier war eine Mine, deshalb ist da so ein Zwischenpunkt, der funktioniert leider nicht ganz richtig. Aber ich will euch auch die Wahl lassen, was genau ich machen soll. Dazu gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ja, es müsste ein bisschen mehr sein, aber so viel habe ich nicht über an Gold, obwohl ich wieder ein bisschen gefunden habe. Deshalb muss das ausreichen. Ja, da drüben seht ihr meine Burg, da bin ich einmal komplett drunter gegraben. Hier sind verschiedenste Eingänge zu Minensystemen, wo ich einfach da drunter war, irgendwann mal hochgegraben habe. Da vorne ist auch noch einer und ja, hier ist der Eingang regulär. Das werde ich noch machen, damit
hier irgendwie mit Glas zu machen, damit da nichts reinrennt oder mit Zäunen. Ach ja, ist Version 1.7. Die Änderungen, Pistons und so, werde ich nicht besonders drauf eingehen. Das habt ihr sicher selbst schon gesehen, gehört. Pistons sind die Schiebedinger. Gut. Ich bin dann auf dieser schönen Insel. Oh, meine Karte. Und wie man sieht, ist das Island, die Insel hier ein bisschen größer und ich habe das hier gefunden. Das will ich euch einfach nur mal zeigen. Wie dämlich ist dieser Chunk hier generiert. Ja, hier kommt mal ein bisschen Wasser, aber seriously, Welt, was hast du dir dabei gedacht? Und nein, ich habe daran nichts verändert. Ja. Eine lange gerade Wand. Hier will ich jetzt also auf dieser Insel will ich mein neues, ist ja ein Kontinent, will ich jetzt mein neuestes Projekt bauen. Was genau bin ich mir nicht sicher. Darum wollte ich euch nach Vorschlägen oder Wünschen fragen. Meine Truhen sind ziemlich mit Cobblestone gefüllt und teilweise auch mit normalem gebrannten Stein. Darum, Platz haben wir genug. Ich würde irgendwas mit Kobbel oder gebrannten Stein vorschlagen. Ich hatte an irgendeine Art von cool. An irgendeine Art von Tempel gedacht. Aber ja, ich wollte einfach mal fragen, was ihr euch wünscht. Oberirdisch, unterirdisch. Es kann von mir aus auch so Moria-Style-mäßig irgendwas unter der Erde sein. Da kann man den gebrannten Stein sicher gut anwenden. Oberirdisch irgendwie griechischer Style. Ich hatte auch überlegt, ägyptisch zu machen, aber so viel Sand will ich nicht farmen, das ist nervig. Ja. Wer hat diese Wand gemacht? Von mir aus könnt ihr auch irgendwie, dass das in der Wand eingebaut ist, vorstellen. Sonst Platz genug. Lavatempel sind inzwischen so schwer zu machen. Sonst hätte ich, glaube ich, wieder Lust auf einen Lavatempel. Also irgendwas Düsteres, so burgmäßig mit viel Lava. Lavaschloss hatte ich schon mal eins gebaut. Ja, dort konnte man Lava noch sehr leicht vervielfachen, aber jetzt, wo ich hier die Lava sehe und man die relativ leicht besorgen kann. Wieso nicht? Ist nur eins tief. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Lavaschloss gemacht habe, ist das direkt wieder vollgeflossen, wie bei Wasser. Darum ging das damals sehr gut, alles aufzufüllen mit Lava. Es war halt Gänge überall. Also, und Lavaflüsse, die durch das Gebäude zogen. Man konnte nicht drin wohnen, aber es sah sehr cool aus. Ja, sonst Baumhaus könnt ihr natürlich auch immer noch vorschlagen, falls ihr das als nächstes wollt. Das kann auch auf einer Insel statt, also in einer künstlichen Insel im Meer. Gut, das war's eigentlich soweit. Falls, wie gesagt, Terranigma mal, überlegt's euch. Nutzt es, wenn, wirklich nur, wenn ihr es nicht blind sehen wollt. Beziehungsweise nicht in der fertigen Version spielen wollt und wenn ihr auch wirklich testen wollt. Das gesagt, würde ich mal sagen, reicht's für diese Folge. Ich wollte ja wirklich nicht allzu viel zeigen. Da hinten ist ein Wolf, ich habe keine Knochen bei mir. Setze ich mich mal kurz wieder hinten zurück. Zip, zip. Ja. Ich glaube wirklich, das war's. Ach ja, vielleicht noch Videos. Ich weiß nicht, ob es in nächster Zeit weiterhin jeden Tag sein wird. Ich denke mal, morgen kommt ein kleines Überraschungsvideo, was ich gerade noch auf der Platte habe und jetzt fertig gerendert. Ein paar andere Sachen habe ich noch, die noch gerendert werden müssen. Ich werde es einfach mal gucken. So, ja, fahren wir wieder hoch. Sehr schön. Mal kurz hier. Nein, falsch. Ja, ein bisschen Gold ist übrig. Da rein. Das ist mein Stein, den ich zurzeit schon habe. Und ja, Kobbel sieht weiterhin sehr kobbelig aus. Sagt einfach, ob ihr eine Idee habt. Sonst wird's Tempel oder Lavaschloss mäßig. Wobei Lavaschloss, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so gut umsetzen kann. Außerdem,
war es damals noch auf dem Multiplayer-Server, wo ich keinen Schaden bekommen habe. Sonst wäre ich da so oft gestorben. Mal gucken. In jedem Fall. Ja, war es das und bis dann. Ja, Aufnahmen beenden.